Ich möchte euch erzählen, wie ihr es schafft, eine gewünschte Teigtemperatur zu erhalten. Das ist gar nicht so schwer. Ihr könnt einfach ausrechnen, wie warm oder kalt euer Wasser sein soll. Wasser oder Milch, in dem Fall egal, Hauptsache die zugeschüttete Flüssigkeit. Als erstes müsst ihr wissen, wie warm oder kalt soll euer Teig sein. Das wären zum Beispiel 25 Grad. Die schreiben wir hier auf. Dann als nächstes müssen wir wissen, wie lang knete ich meinen Teig intensiv, also mit der Hand oder in der Küchenmaschine im Schnellgang. Zum Beispiel wären das 6 Minuten. Für 6 Minuten rechnen wir pro Minute 1 Grad, also in dem Fall als Beispiel 6 Grad. Das rechnen wir aus, das ergibt 19 Grad. Mit diesen 19 Grad rechnen wir jetzt weiter. Dann müssen wir wissen, wie viele Hauptzutaten habe ich im Teig. Habe ich jetzt einen ganz einfachen Teig, wo hauptsächlich Mehl und Wasser drin vorkommen, dann rechne ich jetzt mal 2, also die Hauptzutaten, die die Teigtemperatur hauptsächlich bestimmen. Das rechne ich wieder aus, 38 Grad. Von diesen 38 Grad ziehe ich jetzt etwas ab, und zwar die Temperatur von meinem Mehl. Das kann ich ganz einfach bestimmen, indem ich das Mehl mit dem Thermometer messe, die Temperatur. Das ist meist Raumtemperatur, zum Beispiel 20 Grad. Das rechne ich wieder aus und ich komme bei 18 Grad aus. 18 Grad ist also meine Wassertemperatur. Diese Temperatur kann ich ja ganz einfach mit Leitungswasser, das ich warm oder kalt zugebe, bestimmen. Und das kommt nun in meinen Teig und zum Schluss erhalte ich dann 25 Grad, wenn sich an meiner Teigtemperatur, an meiner Mehltemperatur und meiner Kneterwärmung nichts geändert hat. Das mache ich also, wenn ich nur zwei Hauptzutaten habe. Bei drei Hauptzutaten zum Beispiel oder vier ist das ein klein wenig anders. Also, ich habe wieder meine gewünschte Teigtemperatur. Von dieser gewünschten Teigtemperatur ziehe ich wieder ab die Kneterwärmung. Hier wieder zum Beispiel 6 Grad für 6 Minuten. Ergibt 19 Grad. Mit diesen 19 Grad rechne ich jetzt hier wieder weiter. Das rechne ich jetzt nicht mal 2 wegen zwei Hauptzutaten Mehl und Wasser, sondern zum Beispiel, wir haben noch einen Vorteig dabei. Also haben wir drei Hauptzutaten, die alle eine unterschiedliche Temperatur haben. Also mal 3. Ergibt 57 Grad. Von diesen 57 Grad ziehe ich jetzt wieder meine Hauptzutaten ab. Wie im ersten Beispiel. Das ist erstmal das Mehl, das hatte ich ja auch gemessen, das waren 20 Grad. Ergibt 37 Grad. Und von den 37 Grad ziehe ich jetzt noch die Temperatur von meinem Vorteig, den ich gemessen habe, ab. 27 Grad. Und zum Schluss kommt heraus meine Wassertemperatur. 10 Grad. Das ist jetzt bei drei Hauptzutaten. Habe ich jetzt noch einen Sauerteig, der wiederum eine andere Temperatur hat, müsste ich jetzt hier mal 4 rechnen. Und hier unten wieder die Sauerteigtemperatur abziehen und dann würde ich das Wasser erhalten. Bekomme ich jetzt zum Schluss 5 Grad raus oder 3 Grad, habe ich die Möglichkeit durch Eis oder durch Kühlschrank die Temperatur kühler zu kriegen. Das habe ich auch schon in meinem Video zur Teigtemperatur erzählt, warum die Teigtemperatur wichtig ist. Und das könnt ihr euch gerne auch noch anschauen. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß bei eurer Berechnung. Und viel Erfolg mit eurer gewünschten Teigtemperatur und ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen.